Hallo, in diesem Video geht es darum, wie wir es schaffen können, neu mit dem umzugehen, wo wir immer wieder in alte Muster hineingeraten. Muster können zum Beispiel sein, immer zu erstarren, zu dissoziieren, wenn du in einen Streit mit deinem Partner gerätst, oder wahnsinnig in Stress zu geraten, wenn du vor Leuten sprechen musst, oder ja, Aufgaben, die anstehen, zu vermeiden und stattdessen zu prokrastinieren, zum Beispiel Netflix zu gucken. Muster sind vielfältig und sie äußern sich im Verhalten, sie äußern sich aber auch in Körperreaktionen und Gefühlen. Ne? So einfach Reaktionen, die ablaufen, die immer wieder ähnlich aussehen. Das können wir dann begreifen als ein Muster. Und diese Muster haben wir in der Regel gelernt, naja, in der Kindheit, wo wir das meiste gelernt haben, was wirklich tief sitzt. Genau, und damals waren sie sozusagen die beste Art und Weise, mit dem, was wir zu bewältigen hatten, umzugehen, weil wir waren ja noch Kinder und hatten jetzt nicht alle Möglichkeiten zur Verfügung, über die wir heute als Erwachsene verfügen. Da mussten wir uns was einfallen lassen, wenn ja, Gefühle überwältigend waren und wir damit allein waren, zum Beispiel. Das ist so einer der Klassiker. Na, wenn wir das Gefühl hatten, allein gelassen zu werden oder in Konflikt zu geraten und dabei uns nicht sicher genug gefühlt haben, dann musste unsere Psyche sich was einfallen lassen. Dissoziation ist da zum Beispiel beliebt, aber auch unangemessen wütend zu werden oder in Hilflosigkeit zu verfallen. Also Muster sind sehr vielfältig und Muster sind sehr mächtig. Deswegen können wir Muster zwar einerseits als Traumafolgereaktion begreifen, also insbesondere von Entwicklungstrauma, ne, wo wir immer wieder nicht die passende Antwort von unserer Umwelt bekommen haben, die wir gebraucht hätten. Da haben wir Muster entwickelt. Und gleichzeitig können wir mit Mustern relativ gut arbeiten, ohne jetzt eine große Gefahr zu haben, in die Retraumatisierung hineinzugeraten. Denn in den Mustern steckt richtig viel Kraft und Energie, die deine Psyche dafür einsetzt, um dich zu schützen. Und um ganz wesentliche Qualitäten und Schätze zu bewahren. Zum Beispiel die körperliche Unversehrtheit. Zum Beispiel deinen Wert. Zum Beispiel deine Unschuld. Na, je nachdem, unter welchen Umständen du da geschützt werden musstest, können das auch recht verschiedene Sachen sein oder deine Fähigkeit und dein Wunsch, verbunden zu sein. Ja, genau. Und das Schöne ist, wenn wir mit den Mustern arbeiten, haben wir die Gelegenheit, diese Qualitäten, die so wichtig waren, dass da so ein mächtiges Schutzmuster erzeugt wurde von deiner Psyche, um das zu beschützen. Diese Qualitäten, die können wir zurückholen in deiner Leben und wenn uns das vollständig gelingt, dann kann bei deiner Psyche ankommen, hey, die Mission ist erfüllt. Ich habe meine Unschuld tatsächlich bewahrt. Ich habe meine körperliche Unversehrtheit bewahrt. Und wenn das in deiner Psyche ankommt, dann kann das Muster in die Entspannung kommen. Dann kann das Muster realisieren, ach, ich werde hier ja gar nicht mehr so dringend gebraucht. Und ja, dann sind andere Verhaltensweisen in denselben Situationen möglich. Genau. Das als kleines Framing zu dem, was jetzt bevorsteht. Dann brauchen wir zweierlei Vorbereitungen für die eigentliche Arbeit. Und zwar brauchst du einerseits einen zweiten Stuhl, den du deinem Stuhl gegenüberstellen kannst. Und dann kannst du jetzt mal in dich gehen, vielleicht dafür das Video anhalten und überlegen, was ist denn ein Muster, was bei mir immer wieder auftaucht, was ist daran vielleicht auch suboptimal, immer so auszurasten zum Beispiel, was kostet mich das, ne, bin ich motiviert, dieses Muster dann vielleicht auch loszulassen. Genau, da kannst du dir jetzt ein bisschen Zeit nehmen und darüber klar werden, mit welchem Muster du heute arbeiten möchtest. Und meistens haben wir nicht nur eins und du kannst einfach eines auswählen, was sich gerade jetzt
sagen wir mal, reif anfühlt, betrachtet zu werden. Vielleicht nimmst du keines, wo du dich so ganz überfordert und verloren fühlst, weil das ist vielleicht besser aufgehoben, wenn man ein direktes Gegenüber hat, was einem da hindurch hilft. Also wenn so auf der Skala von 1 bis 10 von Krassheit sollte dein Muster vielleicht nicht höher als 8 sein, mit dem du jetzt arbeitest. Ja, genau. Und wenn du jetzt bereit bist, dann kannst du schon mal deinen zweiten Stuhl dir gegenüber stellen. Und du gehst jetzt noch mal ein bisschen hinein in das Muster. Vielleicht magst du dafür die Augen schließen, muss aber nicht sein. Und ja, werd dir noch mal klar, welche Verhaltensreaktionen da auftreten. Wenn du in das Muster hineingerätst, und erlaubt dir auch zu spüren, wie dein Körper da reagiert. Ne? Vielleicht gibt es da Anspannung an bestimmten Stellen oder Enge. Oder ganz viel Bewegung. Oder Taubheit. Erlaubt dir das zu spüren und es wie noch ein bisschen deutlicher werden zu lassen. Vielleicht sind auch ganz bestimmte Gedanken damit verbunden, das nicht bewältigen zu können. Oder nicht gut genug zu sein. Oder sowas Ähnliches. Das auch bemerken. Und bemerke auch die Gefühle. Vielleicht Ohnmacht, vielleicht Angst. Vielleicht Wut, Hilflosigkeit. Erlaub dir das zu fühlen und du darfst dich gerne ein bisschen berühren lassen, aber du musst jetzt nicht kopfüber in dieses Gefühl reinspringen. Also, dass du spüren und fühlen kannst und auch in deinem Geist bemerkst, was mit diesem Muster einhergeht. Und jetzt fangen wir mit der Zauberei an. Und zwar kannst du dieses Muster, von dem wir schon mal annehmen können, dass es da ist, um dich zu schützen, einfach mal auf den Stuhl dir gegenüber setzen. Das ist wie so ein Bodyguard, den setzt du darüber auf den Stuhl und guckst dir den mal an. Und nimm wahr, wie dieses Muster dir erscheint. Ist das mächtig und groß oder klein und fies? Und erlaub dir zu fühlen, wie du zu diesem Muster in Beziehung stehst. Guckst du freundlich auf dein Muster oder willst du es eigentlich weghaben? Und dann guck mal, ob sich was verändert, wenn du anerkennst, dass dieses Muster dafür in dein Leben gekommen ist, um was ganz Wichtiges für dich zu beschützen. Vielleicht kannst du schon eine Ahnung davon kriegen, wie sehr dieses Reaktionsmuster sich für dich einsetzt. Und jetzt wechselst du einfach den Stuhl und bist selbst dieses Muster. Und du setzt dich dahin und du guckst auf dich als Person, die dir gegenüber sitzt, die du jetzt schon so lange, vielleicht schon Jahrzehnte oder ganze Lebensalter lang beschützt. Und vielleicht kannst du erstmal bemerken, wie sehr du dich für diese Person, die dir gegenüber sitzt, einsetzen möchtest. Und vielleicht kannst du mitkriegen, wie lange du das schon machst. Vielleicht wurdest du schon gebraucht, als die noch ein Baby war. Oder vielleicht in der Kindheit oder Jugend. Seit wann machst du schon diesen Job, von dem ich mir sicher bin, dass der richtig wichtig ist? Dass du da wirklich einen wichtigen Job machst und dass du den auch gut machst. Wir können es ja daran sehen, dass die Person, die dir gegenüber sitzt, es geschafft hat, groß zu werden. Und so insgesamt doch recht intakt ist. Ne? Hast du als Bodyguard irgendwie eine gute Arbeit geleistet und ich bin jetzt neugierig, wie machst du das? Wie beschützt du diese Person, für die du hier am Start bist?
dass dir das bewusst werden. Du kannst es auch laut aussprechen, wenn du magst. Oder nur für dich denken. So, wenn du sozusagen deinen Job, den du da machst, beschreibst, wie kann man den beschreiben? Was gibt es da zu tun? Gegen welche Bedrohungen musst du die Person beschützen? Und auf welche Art und Weise tust du das? Wenn dir das so bewusster wird, kannst du auch noch mal darauf achten, ja, wie loyal du bist, wie sehr du auf der Seite von dieser Person stehst, die du beschützt, wie viel Liebe da in dir ist, wie viel Leidenschaft, wie viel Commitment, diese Person auf jeden Fall zu beschützen. Und wenn du das in dir wahrnimmst, dann kannst du jetzt auch in Kontakt kommen mit diesem unverzichtbaren Wert oder mit dieser wunderbaren Qualität, die du beschützen musstest und immer noch beschützt. Ja, da gab es was ganz Bestimmtes, was bedroht war und was aber ja, unverzichtbar war, wo einfach eine Lösung her musste, damit das nicht beschädigt wird. Wie zum Beispiel eben die körperliche Unversehrtheit oder der natürliche Wert. Ja? Und lass dich entdecken, für welche Qualität du an den Start gegangen bist. Mit diesem leidenschaftlichen Einsatz für diese Person. Und wenn dir das bewusst wird, wofür du jetzt all die Zeit gekämpft hast, dann lass dich diese Qualität in dir ganz und gar bemerken. Wie spürst du die? Wie fühlst du die? Vielleicht ist es zuerst in einem Bereich deines Körpers besonders gut wahrnehmbar. Dann lass es sich von dort aus ausbreiten. Dass diese wunderbare Qualität, die so wichtig war zu schützen, sich in dir ausbreiten. Lass dich ganz und gar davon ausfüllen. Vielleicht breitet sie sich so weit aus, dass sie den ganzen Raum ausfüllt. Ja, und dann kannst du bemerken, dass dein Job geklappt hat. Ne? Diese Qualität ist unversehrt geblieben und du kannst jetzt voll und ganz spüren und fühlen und in deinen Geist hineinlassen. Ja, auf jeden Fall dabei den Atem fließen lassen. Vielleicht dehnt sich das mit jedem Einatmen noch ein bisschen mehr aus und ausatmend kann das von der Anstrengung und Anspannung abfallen, die nötig war, um diese Qualität so lange zu beschützen. Und wenn du dann den Eindruck hast, dass du es wie voll und ganz ausgebreitet hast und richtig gut in Kontakt bist mit dieser wichtigen Qualität, mit diesem wichtigen Wert, dann kannst du den Stuhl wieder wechseln. Du nimmst die Qualität mit. Du bist jetzt wieder voll und ganz die Person, die diese wunderbare, wichtige Qualität in sich erleben kann. Und schaust auf dein Muster, das dir gegenüber sitzt. Und kannst bemerken, mit wie viel Liebe und Einsatz das all die Jahre für dich gesorgt hat. Kannst bemerken, wie sehr dieses Muster eigentlich auf deiner Seite steht. Auch wenn es jetzt heute in deinem Leben dir vielleicht manchmal nicht mehr so ganz optimal dient, ist der Impuls, aus dem es entstanden ist, pure Selbstbejahung. Das war einfach
notwendig, diese Qualität, die du jetzt wieder erleben kannst, zu beschützen. Und es hat geklappt. Vielleicht magst du dich bei deinem Muster auch nochmal bedanken. Du kannst schauen, ob es den Impuls gibt, wie den Stuhl näher ranzuholen oder dich anders mit dem Muster nochmal zu verbinden. Und du kannst wissen, dass dieses Muster ja wirklich auf deiner Seite steht. Und wann immer du überfordert bist und das alleine nicht geregelt kriegst, wird es dich beschützen. Und gleichzeitig wird es jetzt nicht darauf beharren, den Job zu machen, wenn du es anders hinkriegst, ne? So, da freut dein Muster sich mit dir, wenn du neue Lösungen hast. Und das ist eine schöne Mischung. Es steht unverbrüchlich auf deiner Seite und beschützt dich, wenn du es brauchst. Und gleichzeitig lässt es dich total frei, neue Schritte zu gehen und ja, diese Qualität, die du jetzt in dir entfaltet hast, einfach zu genießen und immer weiter auszubreiten. Und vielleicht zu bemerken, dass das gar nicht mehr geschützt werden muss heute. Denn die Umstände haben sich geändert. Ja, du bist jetzt ganz anders in der Lage, auf dich selber aufzupassen, für dich selber da zu sein und dafür zu sorgen, dass du Kontakt hast, Beziehungen hast, in denen du dich aufgehoben fühlst. Ja. Genau. Dann hoffe ich, dass du den Schatz gut bergen konntest. Na, und manchmal darf man sich einem Muster auch mehrmals zuwenden, bis man das, was da beschützt wurde, sowieso ganz integrieren konnte. Aber vielleicht hat es bei dir auch gerade voll eingeschlagen und dieses Muster hat seinen Job für dieses Leben getan. Dafür kannst du auf jeden Fall offen sein. Ja. Und natürlich kannst du, wenn du weißt, aha, da gibt es noch ein paar andere Muster in meinem Leben, auch die gerne bearbeiten. Vielleicht eher an einem anderen Tag. Sollten uns nicht zu viel auf einmal vornehmen. Und dann hab ein gutes Leben.